Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei WVD Südkaravan in Freiburg. Der Luca und ich zeigen euch heute den Vergleich von zwei teilintegrierten in der Kompaktklasse. Beide Fahrzeuge unter 7 Meter, noch citytauglich und wendig und trotzdem müsst ihr auf keinen Komfort verzichten. Wir haben einmal den Knaus VanTi 650 MEG im neuen Sondermodell Vansation und den altbekannten von Weinsberg, der Karre Kompakt in der Edition Pepper als 600 MEG. Bei beiden Kompaktmodellen handelt es sich um die Sondermodelle von Knaus und von Weinsberg. Wir fangen gleich mal an mit dem Pepper und gehen ein bisschen näher auf die Mehrwertausstattung des Sondermodells ein, die gleich ab Werk mit dabei ist. Standardmäßig kommt das Fahrzeug bei Knaus und bei Weinsberg immer schon mit dem 140 PS Motor. Dazu haben wir auch hier beim Pepper wieder die von Knaus patentierte Servicebox, wo ihr alle Anschlüsse für Wasser und Strom in einem Platz finden könnt. Auch die Heckgarage ist von beiden Seiten begehbar und in der gleichen Größe, heißt, da habt ihr keine Einschränkungen beim Beladen. Am Heck vom Pepper hat sich im Gegensatz zum Vorjahr nichts verändert. Ihr habt weiterhin den aufgesetzten Heckleuchtenträger und die Rückfahrkamera gleich hier oben mit integriert unter der Heckleuchte. Auf der Beifahrerseite findet ihr dann die zweite große Garagentür, wo ihr dann Platz zum Verstauen von Tisch oder Stühle habt. Wie bei den ganzen Fahrzeugen mit Einzelbetten, immer ein sehr großer Beladeraum unter den Betten. Direkt davor liegt der Gaskasten des Fahrzeugs. Hier habt ihr Platz für zwei 11 Kilogramm Gasflaschen. Optional ist der Gaskasten auch mit einem Flaschenauszug bestellbar, sodass ihr dann das Wechseln der Gasflaschen etwas erleichtert habt. Auch mit in der Sonderausstattung vom Pepper ist gleich die große Markise von Thule hier oben. Ja, was das Fahrerhaus angeht, sind sich der Weinsberg Edition Pepper und der Knaus Vansation ziemlich ähnlich. Wir haben bei beiden Sondermodellen serienmäßig vorne den Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert und 16 Zoll Bereifung. Optional können wir auch bei beiden Modellen noch ein LED-Tagfahrlicht beispielsweise bestellen oder den Kühlergrill vorne glänzend in Schwarz. Was das Exterieur vom Vansation angeht, auch hier ist wieder die patentierte Servicebox verbaut mit der Wasserversorgung. Nur der Stromanschluss ist bei diesem Modell in dem Fall jetzt außen angebracht. Ganz neu konzipiert bei diesem Fahrzeug ist die Heckkonstruktion beim Vansation. Fold Expand wird die von Knaus Tabbert genannt. Das bedeutet, hier ist einfach der Heckleuchtenträger nicht mehr als separates Bauteil aufgesetzt, sondern im Heck mit integriert. Zum einen natürlich, was das Design angeht, sieht das Ganze automotiver aus. Es wird dadurch aber auch mehr Wohnraum gewonnen, genauer genommen 9 cm mehr Länge im Fahrzeuginneren. Auch beim Vansation haben wir eine schön großzügige Heckgarage, dank den Längsbetten hinten im Heck mit einer durchgehenden Ladefläche. Wir haben genau wie beim Pepper auch die Thule-Markise schon serienmäßig mit drin. Der Gasflaschenkasten ist anders konzipiert. Wir haben hier nämlich die Flaschen nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Brauchen dementsprechend auch keinen Auszug, weil das Beladen und Entladen hier dann natürlich einfacher und ein bisschen komfortabler geht. Die Aufbautüre beim Knaus Vansation ist ein bisschen breiter als beim Edition Pepper. Wir sind im Innenraum vom Pepper angekommen. Hier haben wir als erstes das große Panoramafenster vorne im Bug mit Insektenschutz und auch Verdunklung, sowie auch hier das Frontheki in 70 x 50 cm als Upgrade zum Standardheki. Das Bedienpanel der Bordelektronik wurde zum Vorjahr etwas überarbeitet. Weinsberg hat den Pepper hier einen moderneren Look verpasst. Ihr könnt weiterhin hier alle Füllstände des Frischwasser-, Abwassertanks sowie der beiden Fahrzeugbatterien anschauen. Auch könnt ihr hier wieder die Vorzeltbeleuchtung ein- und ausschalten, sowie das CP+-Bedienteil der Truma-Heizung ist mit an Bord. Auch beim Vansation haben wir dieses schöne Hutzenfenster hier über dem Fahrerhaus zum Aufstellen
natürlich auch mit Verdunkelung und Fliegengitter. Über der Sitzgruppe haben wir hier auch das Midi-Heki, also dieses große Dachfenster. Beim Van Station sogar noch mit Beleuchtung. Und apropos Beleuchtung, was den Van Station auch nochmal besonders macht, ist diese zentrale Lichtsteuerung, die wir hier haben. Das heißt, wir haben nicht immer vereinzelt irgendwelche Lichtschalter, sondern an jedem Lichtschalter 4 Tasten, mit denen wir die verschiedenen Wohnbereiche zentral beleuchten können. Also das Schlafzimmer, Küchenzeile, Sitzgruppe lässt sich immer von einem Ort aus steuern. Die Sitzgruppe im Pepper ist wie im Vorjahr wieder für 4 Personen ausgelegt, mit ausdrehbarem Tisch, damit man auch hier vom Beifahrersitz gut Zugang hat. Genauso wie es wieder das Sonderpolster Malabar mit Aufdruck von der Edition Pepper gibt. Auch in den Oberschränken, hier im Sitzbereich, genauso wie in der Küche ist die Ambientebeleuchtung gleich mit dabei. Und ihr habt auch auf dem Dach eine vollautomatische Sattanlage von Oyster, genauso wie einen Fernsehhalter hier im Wohnbereich montiert mit einem 24 Zoll Fernseher. Ja, auch der Van Station hat hier eine komplett eigene Polstervariante fürs Sondermodell, was diese Sitzgruppe hier ausmacht. Wir haben nochmal einen zusätzlichen Sitz, dass hier auch 5 Personen locker Platz hätten. Den Tisch kann man natürlich auch ausschwenken. Dann haben wir auch bei diesem Modell vereinzelt hier Applikationen mit Ambientebeleuchtung im ganzen Wohnraum verteilt. Und wir haben auch hier am gleichen Ort einen LED-TV der Marke Oyster in Verbindung mit einer vollautomatischen SAT-Anlage verbaut. Beim Van Station ist der TV 27 Zoll groß. In der Küchenzeile von Pepper gibt es wie im Vorjahr den 3-Flammen-Kocher von Dometic, der komfortabel elektrisch zündbar ist. Und hier ein großes Rundwaschbecken mit Wasserhahn. Genauso wie hier vorne die Arbeitsplattenerweiterung, die man aufklappen kann. Und dann hat man nochmal deutlich mehr Fläche zum Schneiden und zum Kochen. Unter der Küchenzeile sind die 3 großen Schubladen, die hier auch schön mit der Ambientebeleuchtung beleuchtet sind. Im obersten Fach hat man auch noch einen Einsatz für Besteck. Und alle 3 Schubladen sind auch mit Softclose-Funktion ausgestattet. Des Weiteren hat man hier den großen Kühlschrank, komfortabel auf Stehhöhe. Der ist auch nochmal mit einem zusätzlichen Eisfach ausgestattet und auch mit einer automatischen Energieauswahl. Heißt, der Kühlschrank sucht sich die Quelle, die gerade verfügbar ist, ob man ihn übers Gas oder auch über den Strom betreiben möchte. Der Badbereich ist im Pepper wie im letzten Jahr mit der normalen Schwingtür ausgestattet. Und innen habt ihr vorne den Boden mit Holz ausgekleidet und dann eine separate Duschwanne mit der 3-teiligen Duschtür und eigener Duscharmatur. Das Waschbecken lässt sich wieder komfortabel verschieben, entweder über die Toilette oder eben in den Duschbereich, je nachdem, was man verwenden möchte. Auch hat man wieder 2 große Spiegel, einen Spiegelschrank, den man per Knopfdruck öffnen kann. Die Küchenzeile beim Knaus Van Station hat auch ein schön tief eingelassenes Waschbecken. Wir haben in diesem Fall hier einen 2-Flammen-Kocher mit Piezo-Zündung. Eine praktische Arbeitsplattenverlängerung, die man hier aufklappen kann. Was bei diesem Modell hier besonders schick gemacht wurde, ist, dass die Rückenwandverkleidung bei der Küche im Möbeldekor gemacht wurde, also im gleichen Dekor wie die Arbeitsplatte hier. Wir haben große Schubladen, auch mit Vollauszug und Softclose-Funktion. Und Kühlschrank ist der gleiche, der im Edition Pepper verbaut wird. Also auch der Tedford mit 142 Liter Kühlvolumen und automatischer Energieumschaltung. Das Badkonzept ist beim Van Station anders als beim Edition Pepper. Wir haben hier beispielsweise eine Schiebetür, was ich persönlich ein bisschen komfortabler finde zum Bedienen. Dann fängt es hier an mit unserem Schwenkbad. Das heißt, wir haben hier ein schön großzügiges Waschbecken. Wenn wir duschen möchten, wird es hier zur Seite geklappt und es entsteht ein großer Duschraum. Dementsprechend haben wir hier auch etwas mehr Platz für die Toilette. Dementsprechend auch nochmal mehr Beinfreiheit. Einen Spiegelschrank haben wir in dem Fall hier nicht. Der Badschrank ist neben dem Spiegel angeordnet. Auch der Schlafbereich hier im Pepper mit den 2 langen Einzelbetten ist wieder schön mit Ambientebelichtung ausgestattet.
Außerdem habt ihr hier bei den Einzelbetten noch die Betterweiterung zur Liegewiese gleich mit dabei im Fahrzeug. Könnt ihr hier einfach diesen Rost ausziehen und das Sonderpolster dazwischen legen. Und dann hat man eine große Liegewiese. Ist auch ganz schnell wieder entfernt und reingeklappt. Hier unten hat man einmal noch ein großes Staufach, kann man entweder Schuhe reinmachen und man hat auch einen kompletten Durchgang hinten in die Heckgarage. Hier unterm Bett habt ihr diese zwei Rollkästen, wo man dann die ganzen Kleider verstauen kann. Einer davon ist auch noch mit einer Kleiderstange zum Hängen ausgestattet. Ja, auch beim Vanstation haben wir zwei sehr gemütliche Einzelbetten, wie bereits erwähnt, 2 Meter lang. Auch die Einzelbetten hier können als eine große Liegefläche vereint werden, wenn wir unser Mittelpolster hier noch reinstecken. In diesem Fall leider ein bisschen aufwendiger als beim Edition Pepper, wo nur ein Lattenrost rausgezogen wird. Hier müssen wir nämlich ein kleines Zusatzbrett in die Mitte reinstöpseln, dass wir hier das Zusatzpolster auflegen können. Was dafür praktikabler gemacht ist, sind die Kleiderschränke, die wir hier unter den Betten haben. Die sind ja von der Seite zu öffnen, beim Knaus aber auch von oben. Das heißt, wir können die Matratzenstücke hier anheben. Die halten hier oben mit einer Gasfeder. Dann können wir unsere Klamotten auch von oben hier rausnehmen und reinhängen. Hier im Cockpit von Pepper habt ihr serienmäßig immer das Fiat-Paket gleich mit dabei. Dort habt ihr die drehbaren Beifahrer- und Fahrersitz, genauso wie höhenverstellbar mit Beifahrer-Airbag, der Front- und Seitenscheibenverdunklung, genauso wie elektrisch einstellbaren Außenspiegel. Auch mit dabei ist hier gleich Radio-Navi-Rückfahrkamera in der Kombination mit dem Head-Up-Display vorne über dem Lenkrad. Dort werden nochmal Navigationsbefehle oder auch die aktuelle Geschwindigkeit reinprojiziert. Auch das Lenkrad selbst und der Schaltknauf kommen beim Pepper serienmäßig immer gleich in Lederausführung. Es gibt dann hier vorne noch zusätzlich eine USB-Steckdose und auch eine 12-Volt-Dose, wo ihr dann während der Fahrt auch super ein Handy laden könnt. Das Smartphone selbst kann man hier oben auch in diesen Halter ganz komfortabel oben hier einklemmen, wenn man da während der Fahrt noch ein externes Navigationssystem verwenden will. Ja, das Fahrerhaus beim Knaus Vanstation ist eigentlich genau gleich ausgestattet wie das vom Edition Pepper, bis auf die Polstervariante, die ist natürlich anders. Ansonsten haben wir hier die gleichen Features mit drin. Bei unserem Ausstellungsmodell hier haben wir jetzt noch die 9-Stufen Wandlerautomatik dazu bestellt. Die ist bei beiden Modellen optional erhältlich. Ja, ihr merkt, vom Grundprinzip sind die beiden Modelle fast gleich. Wir haben zwei kompakte, teilintegrierte Reisemobile, die beide nur 2,20 Meter schmal sind, unter 7 Meter lang. Das heißt, beide haben Längsbetten vom Grundprinzip her ähnlich. Die Fahrzeuge unterscheiden sich hauptsächlich über die Nasszelle. Das heißt, beim Knaus haben wir ein Schwenkbad, beim Weinsberg ein Waschbecken, das wir zur Seite schieben. Die Sitzdinette unterscheidet sich bei beiden Modellen. Das heißt, wir haben beim Knaus noch einen zusätzlichen Sitzplatz, welcher aber nicht für während der Fahrt geeignet ist. Wir haben bei den beiden Modellen in Serie 140 PS. In Serie diese gesamte Mehrwertausstattung mit dem Hutzenfenster über dem Fahrerhaus, mit Navi, Radio, Rückfahrkamera, mit der Markise, der Sat-Anlage und so weiter. Der Weinsberg Pepper, der ist einfach mehr das Einstiegsmodell. Den gibt es ab 53.999 Euro zuzüglich Fracht und inklusive 19% Mehrwertsteuer. Den Knaus Vanstation gibt es ab 55.999 Euro zuzüglich Fracht und inklusive 19% Mehrwertsteuer. Ja, die kompakten, teilintegrierten Reisemobile, die sind im Moment der Renner bei uns. Die Nachfrage ist extrem hoch. Der Weinsberg Edition Pepper ist das meistverkaufteste Reisemobil europaweit. Kommt gerne bei uns vorbei in Freiburg in der Halle und schaut euch die Fahrzeuge in Live an.